Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, heute mit Homesick, einem postapokalyptischen und zur Abwechslung mal Strategiespiel, bei dem wir, man sieht sie da hinten schon, eine verlorene Gruppe von Menschen durch, ja, die Katastrophe, die der Erde widerfahren ist, hindurchführen muss, denn durch Raubbau und Nichtbeachtung der natürlichen Gegebenheiten ist Wasser jetzt kostbarer als Gold. Und jede unserer Entscheidungen kann entweder das Leben oder den Tod für unsere kleine Gemeinschaft bedeuten. Ich würde sagen, ich war hier schon drin. Leider bei den Optionen. Es sollte irgendwie in Deutsch sein, aber leider gibt es nur Englisch oder Chinesisch oder Japanisch, Portugiesisch oder Spanisch. Vielleicht wird es ja noch nachgereicht, aber vor allen Dingen, es gibt auch einen Multiplayer. Da können wir uns mal schön überraschen lassen. So, ich würde aber erstmal sagen, hier für dieses Angespielt drücke ich hier einfach mal auf Play. Oh ja, Story Part 1, Part 2, okay. Müssen wir Part R1 erstmal abschließen? 5 Chapters. Okay, nun gut. Ich drücke einfach mal hier. Ich mache auch erstmal Chapter 1. So. Ja, okay. Ja, gut. Wir starten einfach mal. Ich hoffe, wir bekommen noch ein kleines Tutorial. Und für alle, die noch niemals nicht dabei waren. Today is June 6, 2101. I'm afraid that this may be one of the last of my writings. The water's finally run out down here. Just like it did in the old world all those years ago. The others are finally prepping to leave, to emerge back into the world. Because now they must go, perish from thirst. I was just a child when the rivers ran dry and the bombs began to fall. And now I've lived an entire lifetime in the darkness of this place. I barely even remember the world of my childhood. A world underneath the bright sun and blue sky. My skin is pale, my muscles are weak. I'd only be a burden to them in the harsh journey ahead. But they're still young and adaptable. I know firsthand of their strength and resilience. If there's water to be found up there, we'll be the ones to find it. If there's anything to salvage from the ruins, we'll be the ones to do so. They know nothing of the society of the old world. They are the ones who might have a chance to rebuild civilization. Die Frage ist nur, welche Zivilisation wollen wir aufbauen? Das ist ganz schön laut. Ich guck mal, vielleicht muss ich noch mal reingehen. Ich bin mir unsicher. So, ein neuer Anfang. So. Ja, unsere ein bisschen Habseligkeiten haben wir jetzt einfach mal ausgepackt und es ist natürlich jetzt Zeit, natürlich auch die Notwendigkeiten fürs Überleben zu produzieren. Natürlich Nahrung, Wasser und Unterkunft sind unsere ersten Prioritäten, aber es wird gar nicht mal so einfach sein, aber ja, unser Geist, ja, ist frisch. Und alle sind bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Hier, die sind auch gerade. Okay, man kann sich das gut vorstellen. Man kommt irgendwie aus dem Untergrund. Man musste sich vor der Unwirklichkeit quasi der einst so schönen grünen Natur musste man sich verstecken. Wir haben es im Hintergrund auch gesehen, auf dieser Pinnwand. Irgendwelche Bombenanschläge oder Bombenangriffe auf die Städte. Fallout, der niedergefallen ist. Oh, der Erde geht's nicht gut. Dann drücken wir
ja einfach mal drauf. So, das Lebensblut wahrscheinlich. Genau, es geht um Trinkwasser. Aha. Okay, wir müssen irgendeine Gerätschaft bauen, die uns erlaubt, natürlich an Wasser zu kommen. Und es werden wohl irgendwelche selbstgebauten Brunnen sein. Dann würde ich doch einfach mal sagen... Ja. Okay, Wasserextraktor müssen wir bauen. Wasservorrat. Und wir müssen die miteinander verbinden. Okay. Nahrungslager an einem Beerenbusch. Ich dachte, wir wären hier vollends in der Wüste. Es ist immer noch... oh Gott, warte. Eine kurze Knäppelchen. Warte, ich gehe noch mal ganz kurz hier rein. Alter Schwede, ich habe schon ein bisschen leiser gemacht, aber holla die Waldfee. Ich mach mal noch mal so. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. So, warte. Besser? Ist es besser? Ich bin mir sehr unsicher. So, warte. Dann gucken wir doch einfach mal. So, WSD, können wir uns bewegen. Rein, rauszoomen. Geht auch. Okay. Und hier müssen wir einfach mal schauen. Warte mal, ich mach mal kurz Pause. Wir müssen uns erstmal ein bisschen umblicken. Wenn unsere Entscheidung hier über Leben und Tod natürlich bestimmen, dann möchte ich mir auch erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Und für dich auch ein kleiner Überblick. Bei Angespielt versuchen wir immer nur mehr oder minder eine Dreiviertelstunde das Spiel zu spielen. Da versuche ich dir einen schönen Eindruck zu liefern, so dass dann eben auch noch reichlich zum Spielen für dich dabei rauskommt und du nicht alles vorgekaut bekommst. Heißt also, wir werden mal ein bisschen schneller machen. Das scheinen mir genau okay. Das sind einfach nur irgendwelche Schrotthaufen, die können wir abbauen. 0 von 5, wahrscheinlich Arbeiter, oder? Wahrscheinlich. Okay, Arbeitsstunden könnten wir auch noch festlegen. Okay, interessant. So, Beerenbusch wurde gesagt. Wir wollen einen Wasserextraktor bauen. In irgendeinem, hier gibt's schon mal einen Brunnen, hier ist einfach nur ein Loch im Boden. Gibt's noch irgendwo anders irgendeine Möglichkeit? Gibt's irgendwo noch woanders eine Möglichkeit? Ich sehe keinen weiteren Brunnen. Hier gibt's noch einen Tunnel. Hier sind die Ruinen einer, naja, Kleinstadt in Anführungsstrichen. Zumindest ist der Rest der Stadt einfach, ja, unter dem Berg mittlerweile begraben. Hier gibt es noch eine schöne Tanke. Interessant. So, ich würde sagen, wir bauen erstmal einen Wasserextraktor. Hier könnten wir, okay, sammeln und verarbeiten oder umformen. So, Wasserextraktor. Okay, gut. Wird einem auch gleich angezeigt. Muss man das noch irgendwie drehen oder so? Man kann, man muss nicht unbedingt. Es ist eigentlich wurscht, oder? Wahrscheinlich schon. So, wo wohnen wir denn? Wo wollen wir denn wohnen? Und wo sind meine Leute? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, ist under construction. Okay. Mal gucken. Ah, man kann es auch noch verbinden. Wir müssen ja dann... Ich hoffe, das wird dann freigeschaltet. 300. 700 haben wir noch. Okay. Water Storage, das müssen wir dann auch noch haben. Heißt also, machen wir das mal so halbwegs zentral. Ein Weg dazwischen wäre nicht verkehrt. Dann machen wir das so, dann hätten wir nochmal einen Zweierweg dazwischen. Platz haben wir reichlich und in einer Dreiviertelstunde, ich glaube, das ist auch halt nicht so aufregend. So, da ist ein Bärenbusch, wa? Kann das sein? Nicht hier auch. Ich würde sagen, das ist so halbwegs mittig hier von unserer neuen beschaulichen Behausung. Ich würde sagen, ich baue das einfach mal hier hin. So, dann bauen wir einfach mal da hin. Dann, große Fragie. Für Häuser.
forschen kann man auch. Okay, Expedition. Das ist natürlich... Ja, sehr schön. So, Food Storage. Soll ich einfach nur neben einen Beerenbusch packen? Aber dann könnten wir ja auch einfach so machen. Dann hätten wir die drinne. Ich würde gerne ein bisschen höher. Ah, dann haben wir alle drei drinne. Dann machen wir doch einfach einen auf diesen. So, ein bisschen mehr Abstand. Ich lasse jetzt einfach immer mal zwei Abstand dazwischen. Dann ist hier ein bisschen mehr Platz, aber hier zum Brunnen haben wir dann ein bisschen mehr Abstand. Ich glaube, hier ist in Ordnung. So, dann lassen wir mal die Zeit wieder laufen. Hier hinten wohnen wir. Warte mal, ich muss mal... Ach, schade, man kann nicht näher ranzoomen. Man kann nicht mehr ran... Ach, und alle haben sich hier an dem Müllcontainer... Haben sich hier versammelt. Und auch schon so ein bisschen... So ein kleines bisschen Behausung gemacht, war hier in den Fahrzeugen geschlafen, hier am Müllcontainer irgendwie gefrühstückt. Ist oh Gott, ja, der Menschheit geht's gar erbärmlich. So, hier wird mal, okay, hier wird schön zusammengebaut, sehr schön. So, große Frage ist natürlich auch, wenn wir es mit den Arbeitszeiten übertreiben, beziehungsweise, es ist jetzt auch die große Frage, wir müssen überleben. Wie viel? Wie viel? So, warte, wir müssen verbinden. Wir müssen es verbinden. Wie verbinden wir? Connections. Kann man, muss man jetzt hier so tun? Workers. Hier arbeitet noch keiner. Ah, okay. Und dann hier rauf. Dann haben wir es doch, oder? Haben wir es? 85% effektiv. Wir brauchen Kupfer. 85% Kupfer. 92 Iron. Müssen wir noch besorgen wahrscheinlich. Oder Plastik. 97%. Eine Sekunde. Dieser Haufen. Was ist hier drinne? Was ist hier drinne? Hier kann man... Okay, es geht hier einfach nur auf dies. Einfach nur Scrap. Ist Scrap denn... Also irgendwelcher Schrott, irgendwelcher Abfall. Ist da aber Plastik, Kupfer oder Eisen dabei? Können wir das irgendwie bestimmen? Jetzt wäre natürlich auch die große Frage... Vielleicht lassen wir das auch einfach mal und dann werden wir erstmal hier jeweils einen draufsetzen. Beziehungsweise, das wäre Minimum, das wäre der erste Haufen. Dann machen wir doch hier einfach maximal drauf. 10 Leute haben wir am Start. Dann würde ich sagen, dann machen wir doch erstmal hier zumindest einmal Minimum drauf. Und hier wird noch produziert, hier muss noch keiner drauf. Ich glaube, das wird... Das müssen wir uns nicht antun. So, hier 5 drauf. 90 pro Stunde. Wo bringen die das hin? Da sind 2000 drin. Okay, gut. Das dauert dann eben ein bisschen länger. So, wir brauchen Nahrung. 50 wird automatisch produziert. Ich bin mir unsicher. So, aber da wir erstmal essen müssen, heißt es also, wir machen hier erstmal einen drauf, beziehungsweise... Ist jetzt auch wieder die große Frage, wenn ich hier nur minimal drauf mache, okay, dann kriegen wir hier 24 Nahrung drauf. 48. Wir sind zu 10. Nee, wir sind zu 12. Wir sind zu 12? Wie viele Leute haben wir? Nee, wir sind 15. Heißt also, hier müssen wir natürlich noch connecten. Wie können wir denn... Okay, bringen wir einfach dahin. 96 Nahrung. Wir produzieren aber 120.
Ich lass erstmal so. Wir lernen das Spiel erstmal kennen. Ich weiß auch nicht, warum ist es rot? Das wäre natürlich auch noch interessant. Beziehungsweise, das ist ein Food Storage. Haben wir auch? Nö, wir haben nur Wasser oder Nahrung. Wir haben nichts dergleichen, wo man jetzt irgendwie hier unseren Scrap irgendwie sammeln könnte. Das geht direkt hier oben in unsere Leiste rein. Das ist ganz schön laut. Das ist super laut. Entschuldigung. Okay, hier müssen wir natürlich nochmal... Hier müssen wir es natürlich nochmal anschließen. Heißt also... Ich schließe einfach mal an. 85 Effektivität. Ach, es ist einfach nur teurer dann anscheinend. 75. Ist aber aus Plastik. Könnt auch Eisen nehmen. Ist deutlich günstiger. Als dieses komische Plastik. Sagen wir es mal so. Scheiße jetzt auf Mikroplastik, aber in einer Welt, wo es kein Wasser gibt, dann nehme ich doch lieber die 5% Wasser mehr, ja? Dankeschön. Dann nehme ich doch lieber die 5% Wasser mehr und, Scheiße auf den Rest. So, wir werden hier sowieso nicht 105. Da können wir von Glück sagen, wenn wir das nächste Jahr noch hier erleben. So, okay, natürlich, ja, ja. So, ja, haben wir schon gemacht. Okay, gut. Und die Laune ist um 8% nach oben gegangen. Extrem toll. So, okay, wir müssen noch weitere Ressourcen sichern. Für alle natürlich. Und wir müssten mehr Arbeiter natürlich auf den Wasserextraktor und natürlich auf die Beerenbüsche verteilen. Jeder Bürger braucht 50 Nahrung und 50 Wasser jeden Tag? Was ist das? Sind das 50 Beeren? 50 Kilos? 50, 100 Gramm oder was? Und was sind das? 50 Wasser? Was ist denn ein Wasser? Sind das 100 Milliliter? 5 Liter Wasser? Ja, okay, es ist heiß, man muss viel arbeiten. 5 Liter, ja. Okay, aber es ist, Holla die Waldfee. Innerhalb von 24 Stunden müssen wir 750 von allem. Wir haben 24 Stunden Zeit. Bis morgen um 11:30. Oh, fuck. Ich meine, ey, ich liebe Herausforderungen, es ist ein Traum, so nicht ein Träumchen. Vor allen Dingen, weil wir auch so viele Arbeiter haben. Ist toll. So, wir haben nur einen Brunnen. Heißt also, dann werden wir mal hier nochmal schön nochmal ein bisschen was dazugeben. Hier müssten wir dahin. Warum ist das so rot? Das ist jetzt die große Frage. So, hier kommt 72 raus. 120, aber es kommen ja nicht 120 an. Das ist ja das Problem. Es sieht so aus, als könnten wir es schaffen. Mit dem Wasser wird es ein bisschen knebelig. Mit dem Wasser wird es wirklich ein bisschen knebelig. Wir müssen mal gucken. Nahrung steigt massivst an. Wir machen mal hier einen dazu. Ja, die Pumpe läuft deutlich besser. Wir kriegen jetzt quasi pro Minute kriegen wir ein Wasser dazu. Sollte also in 24 Stunden, sollten wir da locker mit fertig werden. Hier kriegen wir 2,5 ungefähr. Scrap kriegen wir 2. 2, 3. 1, 1 bis 3. mal gucken. So, ich glaube, das hält sich doch so halbwegs in Grenzen gerade, wa? Hier, unsere Not und Qual und Pein. Ich würde sagen, ich drücke hier einfach mal auf zweifach.
Zweifachgeschwindigkeit. Und dann können wir hier mal den Zahlen dazu gucken, wie sie immer größer werden. Heißt also, wir könnten ja hier mal ein bisschen weniger machen und dafür hier mal auf ein Maximum gehen. Scrap sollten wir reichlich haben. Nahrung steigt. Steigt ohne Ende und dann haben wir noch reichlich Vorrat. Das ist ein Traum. Scrap kriegen wir auch reichlich rein. Wasser kriegen wir auch reichlich rein. Ausgezeichnet. Es geht. Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht so groß rumtröten, ja, weil das kann immer natürlich ordentlich ins Auge gehen. Aber kann natürlich auch jetzt am Tutorial liegen, dass wir hier so einen guten Fortschritt machen. Naja, wir lernen uns ja auch erstmal kennen, nicht wahr? Dann möchte man ja neue Spieler jetzt auch nicht so vergraulen. Heißt also, wir werden mal gucken. Wir werden mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Out of working hours. Okay, gut. 18 Uhr ist durch. Heißt also, warte mal, jetzt ist ja nichts mehr am Start. Okay, jetzt könnten wir doch eventuell... Ich will sie nicht zu viel nerven. Aber. So, warte mal, wieder ein Abstand. Hier wieder ein Abstand dazu. Da oben lagern ja alle. Müssen wir uns irgendwie verteidigen? Ich hoffe nicht. Spiel sagt zumindest nichts. Ich würde aber hier in dem Bereich erstmal nichts machen. Heißt also, wir werden mal schön kompakt bleiben. Kurze Wege bin ich immer ein Freund von. Heißt also, ich baue hier mal ein Haus hin. Und Quality of Life. Hm. Warte mal, was kostet ein Haus überhaupt? Ich habe ja nicht gekickt. Okay. Oh gut. Ja, wir gönnen uns das mal. Wir gönnen uns das. Wir machen einfach mal Gönnung. Morgen werden wir ein paar Leute hier von der Nahrung abziehen und dann vielleicht nochmal zu dem einen anderen Scrap-Haufen hier schicken. Dem hier oben zum Beispiel. Alter Schwede, wir haben ja fast die Hälfte. Die Hälfte haben wir schon fast rausgesogen hier aus dem Haufen. Ich hoffe, wir kriegen noch irgendwelche Methoden, wie wir uns noch mehr irgendwie Scrap besorgen können. Ressourcen sind immer knapp. Wir gucken mal. So, heißt also morgen hier einer weniger. Ich glaube, zwei reicht locker, oder? Und dann könnten wir... was mit meinem Wasser? Ich hab das komplette Wasser verbraucht. Hab ich tatsächlich das komplett... Okay, gut, ja, das lassen wir so. Das lassen wir mal schön so. Heißt also, hier werden wir mal einen dazu nehmen. Ist ein Traum. Immerhin 18. Warum nicht? So, Häuser werden gebaut. Wie viel können da rein? 8, wir haben... Geile Scheiße. So, haben wir jetzt für alle auch ein paar Häuser hierhin gebaut. Ausgezeichnet. Wie sieht's aus? Okay, jetzt können sie sich ausruhen. Kann man hier irgendwo sehen, wie die drauf sind? Das ist schon mal cool. Das ist schon mal sehr cool. So, alle rennen nach Hause. Zum Glück gibt's nicht irgendwelche... Okay. Zum Glück gibt es nicht irgendwelche Familien, die dann auch nur noch in einem Haus leben möchten. So, weil die Häuser sind echt... Und die gehen ordentlich in die Kasse. So, eine Gruppe von Fremden läuft durch das verwüstete Land. Und ja, es ist immer noch ziemlich laut. Ich muss sogar gleich mal leiser machen. So, und möchten anscheinend sich unserer kleinen Gruppe hier der Überlebenden anschließen. Sie sprechen in einem merkwürdigen Akzent. Okay, und wir erkennen sie auch nicht aus unserer Zeit, aus dem Bunker. Okay, sie müssen wohl irgendwie an der Oberfläche überlebt haben, nach all diesen Jahren. Und sie haben uns sogar ein kleines Geschenk aus Wasser und Nahrung mitgebracht, um uns davon zu überzeugen, dass sie mit guten Absichten zu uns kommen. Wir können auch nur akzeptieren.
Okay. Ja, na klar. Also, wir können sie natürlich sehr schlecht ablehnen. Und... Okay, okay. Es gibt ein paar Proteste in unseren Gruppen, aber sie bringen ein bisschen was mit. -17%. -17%. Das blaue Smiley, aber +9 das gelbe Smiley. Ach nee, gelbe Smiley heißt ja... Ja, ist jetzt gut. Ich weiß. Gelbe Smiley ist ja unsere Anzahl. 9 Leute kommen dazu. Ach, und wahrscheinlich 17% an Zufriedenheit geht runter. Aber hey, das wird schon irgendwie hinhauen. Das können wir morgen machen. 30 Stunden. Leck mich am Arsch. Der Zeitplan ist aber auch teilweise echt ein bisschen knackig, wa? Echt ein bisschen ordentlich knackig. Wir müssen jetzt leider... Oh, das sind die Neuangekommenen. Die Neuangekommenen müssen sich leider hier mit der Gästecouch, ja, auf der Besucherritze, müssen sich das gemütlich machen. Wir müssen mal gucken, wir müssen mal gucken. Morgen heißt es also. Verdammte Axt. Nahrung haben wir. Ist okay. Nahrung ist okay. Hier ist Wasser. Ich brauche mehr Wasser. Wir gucken mal, wie der heutige Tag ausgeht. So, ich würde sagen, wir drücken hier mal volle Kanüle drauf. Und dann werden wir mal schauen. Ich brauche ärztliche Unterstützung. Warum taucht es da oben nicht auf? Wir haben noch 674 Einheiten. Ich würde jetzt nicht von Litern sprechen, weil 50 Liter am Tag wegsaufen, es kann so heiß sein wie auch nur irgendwas, aber bei 50 Litern, da sind wir ja irgendwann an einer natürlichen Dosis. Auch wenn es nicht aus Plasterrohren kommt. So, komm hier, schlaf in dem Wrack oder hier oben oder keine Ahnung. Eine Decke kriegst du bestimmt. Eine Decke haben wir bestimmt irgendwo. Zwei sind richtig krank. Scheibenkleister. Weil sie kein Haus haben. Wir hätten eins bauen können. Aber jetzt ist es auch zu spät. Ach, es ist... Ah, die Entscheidung wieder. Die guten alten Entscheidungen. Wir machen so. Wird jetzt gebaut? Nee, komm. Okay, ja gut, die Neuankömmlinge, die haben ja nichts. Die haben ja nichts zum Wohnen. Warum legen die sich nicht? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Neuer Tag bricht an. Wie sieht's aus? Hier muss erst gearbeitet werden. Dann können die doch jetzt schnell nochmal in ihrer Freizeit schnell ein Haus bauen. Ja, dann hätten wir das schon mal fertig. Und dann würde ich sagen... Wir beobachten mal unseren Füllstand. Beziehungsweise... Dann hätten wir noch 4 zu verteilen. 4 zu verteilen. Wir schauen mal. Ich hätte gerne lieber noch ein bisschen mehr... Ja, genau. Eine Sekunde. Mist, jetzt komme ich hier nicht rein. So, okay. Die Gifte der alten Welt sind natürlich immer noch in unserem Essen und unserer Nahrung vorhanden. Und machen den einfachen Akt ja, des Essens und des Trinkens natürlich zu einer gesundheitszehrenden Aktion. Okay. Wir müssten... Okay. Ach du Scheibenkleister, natürlich. Im Bunker war alles schön steril und vorgepackte Rationen. Ja, natürlich vor dem Krieg. Und jetzt müssen wir natürlich irgendeinen Weg finden, wie wir unsere Gesundheit hier natürlich auch im grünen Bereich halten. So. Wasteland Medizin. Quests, okay. Sehr schön. Ich würde hier nochmal ganz kurz, warte mal. Okay, ja, wir müssen ein Research Center bauen. Wir müssen... Okay, Medical Center müssen wir dann erforschen und dann müssen wir das Medical Center auch bauen. Und dafür kriegen wir ein Health. Ein Health kriegen wir dafür. Das ist interessant. Overcrowding is completed. Geil. So, 3 Häuser haben wir gebaut. 5% geht es wieder nach oben. Wir sind eigentlich eher so immer im grünen Bereich. Ich frage mich, warum die Anzeige hier noch nicht so 100%... Mir ist gerade aufgefallen... dass unser Wasser verseucht ist. Radioaktiv. Oder?
Heißt es das? Oh, Scheibenkleister. Eine kurze, knäppliche Sekunde. Das ist ja schön laut. Das ist ja schön baller. Oh Gott. Sound Balance. Ich mache auch mal auf 60. Ich hoffe, dann fliegen uns hier nicht mehr die Trommelfälle raus. So, große Fragie. Wir haben jetzt noch 4 Leute. 4 Leute sind noch frei. 158 Nahrung. Wir müssten jetzt für jeden 50 haben. Ich packe jeweils hier nochmal welche drauf. Ich brauche aber, hier muss ich die haben. Okay. Wasser müssen wir beobachten. Die 2 würde ich gerne als freier Arbeiter behalten. Damit wir jetzt nämlich ein Research Center bauen können. Ist das Quality of Life? Nö. Hier. 600. Okay, gut. Das dauert noch eine Sekunde. Heißt also, wir machen mal einen auf diesen. Und dann gehen wir hier einfach mal wieder los. Dann wissen die alle schon. Okay. Die sind alle... Oh Gott, die sind alle hungrig und durstig. Nee, einmal raus. Wir machen hier noch einmal den und noch einmal den. Und dann müssen wir mal gucken. Dann ziehen wir hier von den Scrap-Haufen eben einfach nochmal ein paar ab. Wasser und Nahrung müssen wir beobachten. Aber vor allen Dingen brauchen wir jetzt Scrap. Sonst sehen wir hier sehr, sehr alt bald aus. Food Storage ist sehr übersichtlich. Wirklich sehr, sehr übersichtlich. Wir müssen mal gucken. Die gehen jetzt aber trotzdem an die Arbeit. Wird für die Laune wahrscheinlich, würde wahrscheinlich nicht so aufregend sein. 5 sind schon erschöpft. Und 2 sind sehr, sehr krank. Okay. Das ist alles nicht so aufregend. Und sie sind alle hungrig. Wir mussten sie aufnehmen. Wir mussten die Leute einfach aufnehmen. Ich brauche mehr Arbeiter, aber die spachteln natürlich auch ordentlich, weißt du? Ich habe das Gefühl, die haben noch... Gestern haben die noch ordentlich Party gefeiert. Und das Essen, was sie mitgebracht haben, ja, das haben sie selbst weggeknuspert. Die kleinen Schleckermäulchen. So, heiß also. Ich brauche 1150 Nahrung. 1150 Nahrung. 96 kommen hier raus, beziehungsweise es kommen ja nicht 96 raus. Wären wir in 6 Stunden wären wir ja mit dem Output wären wir durch. Die arbeiten aber 8 Stunden, oder? Also hätten wir doch eigentlich einen ordentlichen... Hätten wir doch ein ordentliches Plus. Hätten wir ein ordentliches Plus? Das ist jetzt die große Frage. Ich bin mir extrem unsicher. Ich hätte gerne... Wo finden wir das? Kann ich hier oben drauf? Nö. Da kann ich nirgendwo drauf. Kann ich irgendwo sehen? Hier, die sind leider ausgegraut. Da kommt man gar nicht ran. Wie viel wir Produktion jetzt wirklich haben? Weil das reicht mir irgendwie nicht. Das reicht mir überhaupt nicht. 192 pro Stunde, ja. Aber... keine Ahnung. Kommen da auch 192 an? Weil hier war das ja irgendwie nicht so. Bin mir sehr unsicher. So, Research. Mach ich dahin. So, warte. Einmal hier. Nee, hier müssen wir hin. Research Center müssen wir haben. 600. Alter Schwede, das Ding ist aber auch ein bisschen größer geraten. Packe ich mir hier hin und irgendwann sind doch dann die Teile verschwunden. Da könnte ich ja noch ein Häuschen hinpacken. Machen wir
Mach ich einfach da rein. Dann würde ich hier mal zwei abziehen. Und dann können die hier noch bauen. Ich hoffe, das haut dann so hin. Beziehungsweise 2 Stunden 30. Warte mal, wenn ich jetzt hier noch einen abziehe, ist auch 2 Stunden 30. Aber es wird jetzt... Muss da immer nur einer hin? Der hat jetzt einfach frei. Sie auch? Ich bin mir unsicher. Wie sieht's aus mit Wasser? Wie sieht's denn aus mit Wasser? Wir brauchen genauso viel Wasser. 412 haben wir mittlerweile. Wir brauchen aber fast 1200. In 3 Stunden. Das wird nicht reichen. Ich muss noch einen zweiten Brunnen bauen. Ich bin immer so ein Fan von... mehr zu viel haben, ja, und die Leute mit dem Überfluss erschlagen, als dann irgendwie hier noch krank zu sein und nicht mehr irgendwie zwischen die Zähne zu bekommen. Weder zu essen noch zu trinken. Ich glaube, das will keiner. So, mal. Was kostete denn hier nochmal ein Wasserextrakt? 300, okay, gut. Das kriegen wir doch bestimmt noch heute hin. So. Haben wir auch bald fertig. Hier hinten ist noch Wasser. Das reicht, oder? Also nach hier. Ich hoffe, das sinkt nicht allzu sehr. Die Übertragungsrate, weil hier hatten wir ja auch irgendwie das Problem. So, hier ist bald fertig. Hier sind ja sogar Solarzellen drauf. Hä? Funktionieren die noch? Haben wir jetzt gleich Strom? Ist jetzt die Frage... wäre Beleuchtung in der Nacht, ja? Mitten im Atomic Wasteland wäre... Oh, bauen ja auch Leute. Oh nein, es ist doch nicht die Möglichkeit. So, warte mal. Wir müssen 300 noch sammeln. Beziehungsweise hier kommt mal einer rein. Das wäre schon mal das Minimum. Und dann bauen wir hier hinten gleich mal. Ja, ja, komm, weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Nee, nicht Water Storage. Wir brauchen einen Wasserextraktor. So, einmal das haben wir gemacht. Kontaminiertes Wasser. Das ist alles kontaminiert. Radioaktiv verseucht. Das ist einfach nur... Brackwasser wahrscheinlich. Und was ist das hier für Wasser? Salzwasser. Ach du Scheiße. Ja. Tja, weiß ich nicht. Kann man... Guck's dir an. Kann man sich nicht aussuchen, ob man hier... keine Ahnung. Ist das radioaktiv verseucht, das Wasser? Wahrscheinlich schon. Kommt nur halt jetzt drauf an, wie stark verseucht. Wie stark ist es verseucht? Hier sind noch ein paar Büschchen. Und wie viel wird es einem dann effektiv von der Lebenserwartung stehlen? Da muss man jetzt auch einfach mal so hart sein. Ich glaube, wie gesagt, man wird hier in dieser Zukunftsperspektive wird man bestimmt keine 105 Jahre alt. Aber wenn wir die nächsten... 30 oder so hier noch macht, ja. Ich glaube, das ist dann sehr verlockend. Wir brauchen. Bis 13.50 Uhr. Es sieht eigentlich ganz gut aus. 1200 Liter. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. Wir könnten gerne mal mit einem kleinen Überschuss in den nächsten Tag starten. Ich würde das erstmal nochmal so weiterlaufen lassen und dann gucken wir mal. Ja, ich weiß. Und dann gucken wir mal. Dann nehmen wir hier ein paar raus. Beziehungsweise, wenn ich jetzt hier einen drauf gehe, wird dann das Bauen hier eingestellt. Das Bauen geht einfach weiter. Aber der Output ist hier deutlich größer.
Wasserextraktor haben wir aber schon. Haben wir auch schon. Medical Center. Das bräuchte ich. Wir bräuchten 2 Tage. Wir researchen mal. Hätte ich aber natürlich vorher machen können. Ich bin wieder ein bisschen doof. Wir researchen. Wir researchen. Es dauert 2 Tage. Heißt aber, wenn ich da mehr Leute drauf schmeiße, dann geht es da hoffentlich ein bisschen schneller. Die überlegen sich jetzt wahrscheinlich, wie baut man ein Häuschen? Wie baut man eine Krankenliege? Und was braucht man, um die Leute irgendwie medizinisch zu versorgen? Ist natürlich schwierig. Muss man natürlich 2 Tage Brainstorming machen. Allein ist das immer kacke. Da brauchen wir mindestens 2. Den Scrap Pile. Ich nehme mal hier 2 runter und dann packe ich hier mal 2 drauf. Und dann ist... Mist, jetzt steht sie nicht mehr da. Wo kann ich ihn sehen? Wie lange das dauert jetzt? Das müsste jetzt ja quasi doppelt so schnell gehen. Also in gut einem Tag. Morgen werden wir... Ja, werden wir dann... Zum Nachmittag könnten wir dann schon... Könnten wir schon ein paar Krankenbetten am Start haben. Wasser sieht halbwegs anständig aus. Nahrung ist okay. Heißt also, hier nehme ich mal einen runter. Hier packe ich mal einen drauf. Nicht, dass uns die Leute hier noch hops gehen. Ein paar mehr Leute wären nicht verkehrt. So 2, 3. 2, 3. Ein bisschen Platz habe ich ja noch. Ein bisschen Platz in den Häuschen habe ich noch. Wir arbeiten uns langsam. Wir arbeiten uns langsam ein kleines Pülsterchen, würde ich sagen. So, und hier dauert's. Man sieht's einfach nicht. Wir sind aber erst bei 6%. Das ist echt mager. Das ist super mager. Nun gut. So, hier haben wir schon mal vorgesorgt. Haben wir hier noch... Hier wären noch mehr Büsche übrigens. Hier könnten wir eben nochmal... Hier könnten wir nochmal... Ist auch noch ein ordentliches Scrap-Pile. Hier würde ich mir auch mal wünschen, zu sehen, wie viel hier drin ist. Also wenn sich das jetzt unterscheidet. Weil das Ding sieht deutlich größer aus als sowas hier zum Beispiel. Aber man kann es nicht ab... Ich dachte, wir hätten jetzt ein bisschen Ruhe, aber nein. So. Okay. Es scheint irgendwie Grundwissen jetzt in unserer kleinen Gemeinschaft zu sein, dass das Wasser, was wir hier irgendwie aus unserem Brunnen extrahieren, ist ziemlich schmuddelig und kontaminiert mit Toxinen. Aha. Okay. Während viele von uns natürlich hier das Brackwasser unten behalten können, ja, um es nicht auszuspeien, müssten wir, okay, würden wir aber alle von einem Zugang zu, naja, wenigstens einem kleinen Vorrat an sauberen Wasser profitieren. Okay, wir müssen ein Expeditionszentrum bauen. Oh, ich brauche mehr Leute. Und dann müssen wir Expeditionsgruppen müssen wir dann ins... Oh Gott, ins Wasteland schicken. Beziehungsweise ins Schlammland. Schlammland. Ist ja interessant. Obwohl es kein Wasser mehr gibt, gibt es einen ganzen Landstrich, der nur aus Schlamm besteht? Natürlich. Natürlich wollen wir da natürlich als erstes nachgucken. 13%. Eine tolle Brust. So, 610. Wie sieht's aus? Expedition. Es ist auch alles ja nicht teuer. Es ist alles überhaupt nicht teuer. Ich freue mich. Vielleicht. Es ist immer die große Frage. Vielleicht sollen wir uns erstmal ein kleines bisschen zurückhalten, ja? Vielleicht sollten wir uns mal ein kleines bisschen... Was hat gerade so hingehauen mit dem Wasser? Nicht, dass wir auf zu vielen Hochzeiten tanzen, ja? Wir dürfen nicht zu viele Baustellen haben. Sonst wird es sehr schnell wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Wir haben nicht allzu viele Ressourcen. Wir haben nicht allzu viele Ressourcen. Oh! Ein Bote!
Ein Bote kommt in unser kleines Lager. Okay. Auf Anraten der natürlich unserer ja ehemaligen Freunde aus dem Bunker. Okay, okay, okay. Those who did not elect to explore the outside world with us. Aha. Okay. Okay, alle, die nicht quasi die Außenwelt, so wie wir, erforschen wollten, als natürlich die Ressourcen knapp geworden sind, erzählen uns, dass natürlich der Hunger hat sie rausgetrieben. Okay, okay. Ach du Scheibenkleister. Ich komm hier. Los. Wir sind ready. Komm, bringt sie. Bringt sie. Bevor alle tot sind. Bevor alle tot sind, so ein bisschen Häuschen kann ich bauen. Aber vor allen Dingen kann ich ein bisschen mehr Manpower vertragen. 200 Wasser haben wir übrig behalten. Nicht verkehrt. Jetzt kommen wieder mehr. Hier haben wir gebaut. Alles überhaupt kein Problem. Ist ein Traum. Das könnten wir mal anschließen. Das könnten wir mal. Das können wir nicht. Warum können wir das nicht? Ach so, doch können wir schon. Wow. So, wir müssen erstmal gucken, wie viele kommen. Einer ist nicht zur Arbeit erschienen. Das ist aber nicht gut. So. Jetzt sind mittlerweile 3 krank. Tolle Wurst. So, 29%. Können wir doch irgendwo wen abziehen? Wir haben reichlich Fresserchen gehabt gestern. Heißt also, ich ziehe mir mal hier einen ab. Dann werden wir hier nochmal einen dazu packen, damit wir heute auch definitiv fertig werden. Ich brauche noch ein bisschen mehr Scrap. Wie kriegen wir mehr Scrap hin? 700. Kriegen wir es heute gebacken? Ich baue es nicht. Klar, könnten wir machen. Wir bräuchten aber sowieso mehr Wasser. Wir müssen aber erstmal die Wasserleitung dahin bauen. Und wenn gleich noch hier unsere Freunde aus dem Bunker ankommen, die der Hunger gerade austreibt, dann müssen wir vorbereitet sein. Heißt also, wir müssen noch ein Häuschen hinbauen, sonst werden die auch gleich wieder krank. Und unser Medizinzentrum, das muss auch gebaut werden. Heißt also, ist gerade nicht so vorteilhaft hier. Es ist überhaupt nicht vorteilhaft hier mit unserem kleinen. Es ist kein Polster, es ist einfach, ja, das wie das gute alte Sprichwort. Es ist zu viel zum Sterben und zu wenig zum Überleben. 50%. Hier sind wir bald durch. Wenn wir das Ding gebaut haben, dann können wir mal schauen. Dann werden wir den Extraktor anschließen und natürlich das Medizinzentrum bauen. Und dann werden wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Das ist bald erschöpft hier. Da kommt nicht mehr allzu viel raus. 164. Dann machen wir uns einfach über den nächsten Klotz hierher. Dann nehmen wir uns das Ding vor. Und das läuft so mit. Das steht nicht so großartig im Weg rum. Und dann können wir das Medizinzentrum. Ich pack's einfach daneben. Dann haben wir hier so ein bisschen Wissenschaft. Und hier ist mehr so Wohnquartiere. Hier drüben. Der ist auch noch drinne, der Busch war. Der Busch ist noch drinne. Ausgezeichnet. Dann hätten wir hier unten nur noch einen. Nahrung haben wir erstmal halbwegs. Halbwegs. Das hatten wir eigentlich ganz gut gesetzt. Sonst hätten wir hier ja gar nichts. Die Anfangskarte ist auch wirklich sehr überschaubar. Prassen ist hier nicht. Aber ich glaube, das müssen wir auch nicht fürs erste Kapitel. Zumindest. Ich stell's mir mal so vor.
Wenn denn der Entwickler Erbarmen mit uns hatte. So, 73%. Ich drücke mal hier mal rauf. Dann geht das hier vielleicht alle mal ein bisschen schneller. Wasser kriegen wir deutlich weniger rein als... Wasser kriegen wir deutlich weniger rein als alles andere. So, hier nix Pause machen. Wir brauchen Brennstoff für unsere Zivilisation. So, das ist fertig. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir nicht noch was anderes bauen können. Upgrades. Wäre natürlich fürs nächste Level, wäre das natürlich geil. Aber wenn man das einmal gebaut hat. Medical Center. So, was kann man denn bauen? 5. Oder mit weniger Leuten. Oder mit mehr Leuten. Ah, nee. Mehr Leute, schneller gesund, mehr Leute. Wir könnten natürlich 350. Ja, auf die 70 jetzt geschissen. Wir machen das. 7 Stunden. Das kriegen wir hin. Kostet das irgendwas? Ich weiß gar nicht. Wir upgraden mal. Heißt aber, wir könnten hier mal ein kleines bisschen weniger machen. Machen wir hier ein bisschen weniger. Dann bauen wir uns unser astrein geil neues Medical Center. Ich drehe das einfach mal. Wir machen einfach mal einen auf diesen. Beziehungsweise, wir machen mal so. Das Ding muss gebaut werden. Und zwar hutig. Hutig. Und die beiden können hier drin arbeiten. 2 Stunden 30. Das werden wir doch wohl noch hinkriegen. So, mit Blick auf die Uhr. Ja, wir haben die Dreiviertelstunde. Haben wir natürlich wieder mal. Ja, schaffen wir nie. Ich bin aber hier auch gerade so ein bisschen gerade sehr drinne hier im Spiel. Vielleicht geht's dir ja genauso. Ausgezeichnet. So. Krankheit und Verletzungen. Lie in wait around every corner. Was ist denn das für eine komische? Krankheit und Verletzung. Liegen um warten, ja, haben sich versteckt um jede kleine Ecke. In diesem unnachgiebigen Platz. So. Auch Nahrung und Wasser machen uns krank. Okay. So, zumindest haben wir jetzt einen Weg gefunden, unsere Gemeinschaft ein bisschen sicherer zu halten. Wir haben jetzt ein Herzchen dazu bekommen. Ihr habt keine Ahnung. 2 Leute sind krank. Einer ist gesund geworden gerade wieder. Ich frage mich, warum. Komm hier, schmeiß die 2 drauf. Wir könnten jetzt immerhin 4 Leute versorgen. Komm rein da. Wo sind die Kranken? Die Kranken bitte da rein. So, einer ist schon drin, der zweite ist drin. Okay, jetzt haben wir alle beiden. Die Geräusche da drin, es klingt wie Mord und Totschlag. Hier sind alle drauf. Okay, die sind zu viert. Hier arbeitet noch einer drin. Das ist okay so. Das ist völlig okay so. So, heißt also, wir hätten ja reichlich, wir haben reichlich Nahrung und wir haben jetzt auch reichlich Wasser. Okay, wir sind wieder über die 1-2 und es ist 15 Uhr. Alles, was wir jetzt produzieren, produzieren wir mehr oder minder für die hohe Kante. Und das ist okay so. Das ist völlig okay so. Wenn die beiden wieder gesund sind. Ich hoffe. Oh, ist schon wieder einer gesund. Kommt hier aber nicht dazu. Sind die jetzt krank immer auf Arbeit gegangen? Was ist denn hier los? Die haben eine Arbeitseinstellung wie Ecke. Was ist denn hier los? So. Sehr ungesunde Arbeitseinstellung übrigens. Wie sieht's hier aus? Was ist eigentlich mit unseren verhungernden Freunden? Ein Sturm? Okay. Die Dunstwolken, okay. Umschließen bald unser Lager. Und die Arbeit kommt fast zum Stillstand.
Okay. Okay. Glücklicherweise alle mit einer Unterkunft, ja, können natürlich den Sturm ausharren. Eine Schande für jeden, der draußen im Sturm gefangen ist und seinem Unwillen ausgesetzt ist. Ja, ich, zum Glück, ja. Da können wir uns jetzt schön auf die Schulter klopfen. Wir haben für alle ein Häuschen gebaut. Heißt es jetzt aber für morgen? Ja. Heißt es jetzt aber für morgen? Wie lang geht denn der Sturm? Das ist jetzt die große Frage. Geht ihr bis morgen? Wir müssen noch ein bisschen Wasser produzieren. Schrott jetzt nicht unbedingt, aber die Bärchen müssen gepflückt werden. In so einem Sturm ist es immer ein bisschen scheiße. Ich glaube, es ist immer ein bisschen scheiße. Keine Ahnung. So, morgen, wenn sie alle wieder aufgestanden sind, werden wir mal ein Expeditionszentrum bauen. Wir haben reichlich. Die Überlebenden aus dem Bunker sind jetzt endlich angekommen. Okay, gerade in dem Sturm ist natürlich super. So, natürlich sind es natürlich Freunde und Familie, die wir zurückgelassen haben. Und die erwarten wir natürlich mit offenen Armen. So. 14 Leute, ja cool, unser Arbeitsproblem ist geregelt. Scheibenkleister, 14 Leute. Wir haben Platz. Ich muss zwei Häuser bauen. Scheibenkleister. So, aber wir haben ja gerade festgestellt, Häuser bauen ist immer eine sehr gute Idee. Ich baue das jetzt einfach dahinter. Dann machen wir das einfach so. Ich baue erstmal eins und wir bauen erstmal das Expeditionscenter. Vielleicht kann ich auch einfach so viele Leute wegschicken, ja, mit der Expedition, damit ich nur ein Haus bauen muss. So, das ist alles überhaupt kein Problem. Wir lassen die Gemeinschaft einfach abstimmen. Dass die kleinen Arschkrampen, ja, dann rausgeschickt werden, das ist einfach nur purer Zufall. So, Expedition. Huch, das ist ja auch so riesig. Expeditionscenter. Machen wir einfach hier hinten hin. Baue ich einfach hier hinten hin? Nicht da. Ich baue es hier in eine Linie mit dem. Ich mach's hier hin. Bauen wir einfach so hin. So, dann. Wie sieht's denn aus? Wir brauchen mehr Scrap. Hier könnten wir mal maximal drauf machen. Hier könnten wir auch maximal drauf machen. 3. Ich glaube, 3 reichen. Hier machen wir Max. Hier machen wir Max. So, so schön. Ich hoffe. Wir haben es gerade so hingekriegt mit der. Okay, gut. Also. Wir brauchen mehr Fresserchen. Die. Okay, jetzt haben wir 240. Wir sind jetzt bei 36. Jetzt brauchen wir 1800. 1800. Das sind. Warte mal. Davor haben wir 1200. Jetzt haben wir also ein Drittel mehr. Jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier anstatt 6 haben wir jetzt 10 Leute. Sollte eigentlich ausreichen. Wasser wird knäppelig. Wasser wird richtig ordentlich knäppelig. Dafür müssen wir hier nochmal. Können jetzt mal arbeiten. Nicht so viel saufen. Davon haben wir super wenig. Wir haben super wenig Wasser am Start. Wir müssen den anschließen. Wir müssen den anschließen und wir müssen noch ein bisschen umstrukturieren. Ein paar müssen aus dem Scrap raus. Und ins Wasser rein. Aber zuerst mal brauche ich ein bisschen. Ich brauche hier noch ein bisschen was auf der hohen Kante. Damit wir die Wasserleitung bauen können. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Aber das sollte kein Problem sein, oder? Ja, haben wir auch. Alles auch kein Problem. Oh, Scheibenkleister. Forschung müsste.
fast fertig sein? Nein, ist leider noch nicht, aber heute. Heute wird's fertig. Da kriegen wir noch einen mehr rein. Alles über kein Problem. So, Arbeit geht wieder los. Hutig, hutig. Viele Hände machen der Arbeit ein schnelles Ende. So, hier, komm. Dann können wir uns heute Abend schön hier mit Bärchen und mit schönem verseuchten Toxinwasser können wir uns mal richtig schön in den Feierabend ansaufen. Das ist ein Traum. So. Expeditionscenter wird gebaut. Drei Leute haben wir noch am Start. Wir müssten haben. Warum läuft das so schlecht? 90 pro Stunde. Sollte doch eigentlich ein bisschen flotter laufen. So, wie sieht's hier aus? Wir müssen Versorgung machen. Heißt aber, wir möchten natürlich Plastik. 324. Und die Expedition braucht bestimmt auch noch ein bisschen Ausrüstung in Form von Scrap. Wir werden mal gucken. So, läuft langsam alles an. Ich mach mal hier auf zweifach. So, dann haben wir das. Einmal kurz hier runter. Okay. Wir machen mal eine neue Expedition. Wir können den noch Leute zuordnen und natürlich Nahrung und Wasser mitgeben. Machen wir das doch einfach mal. Drei Leute haben wir noch am Start. Drei sind auch Minimum. Dann sollen die mitbekommen. 1200. Heißt also, die kriegen jetzt für einen Tag brauchen die 50. Wie lange sollen die denn weg sein? Das ist die große Frage jetzt. Wie lange sollen die denn weg sein? Speed ist 1. Okay, was ist das hier? Traveling Speed, okay. Ist jetzt aber die Frage, ist wirklich die fette Frage, wie lange werden die weg sein? Kann ich das bestimmen, wie lange die weg sind? Und wo könnte ich das tun? Beziehungsweise, wir könnten ja uns jetzt ja auch einfach mal... Ach so, dann sind die ja total voll. Dann haben wir jetzt Wasser und Nahrung dazu gegeben. Oder vielleicht nur für einen Tag. Wir probieren mal aus für einen Tag. So, machen wir einfach mal so. Sollen die noch ein bisschen Scrap mitkriegen? Ja, eigentlich nicht, wa? Oh, nee, jetzt haben die für zwei Tage Nahrung. Okay, auf Expedition brauchen die nur halb so viel. Ist ja cool. Okay, gut. Dann machen wir das doch einfach so. Dann machen wir jetzt einfach so. Die sollen jetzt zusammenkommen. Ja, sehr schön. Und wir sollen die Mudlands. Okay, na gut. Dann würde ich sagen, drücken wir doch hier einfach mal drauf. Dann lassen wir uns mal überraschen. Wir müssen noch den Brunnen anschließen. Sehr schön. Nämlich nach hier. Da komme ich auch nochmal irgendwie dahin. Haben wir jetzt? Nee, haben wir nicht. Anschließen. Hier. Da. Nee. Da. Dorten. Cool, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre Teil des Hauses. Ah, das ist natürlich nice. Das ist natürlich super nice. Hier machen wir einfach mal zwei weniger, drei weniger. Und dann packen wir hier mal den Rest drauf. Hier brauchen wir jetzt schon zwei. Okay, 108 pro Stunde, immerhin. Beziehungsweise kommen ja nur 89% da an, oder? Ich glaube. Wir warten immer noch. Medical Care, ja. 4 ist alles besetzt, verdammte Axt. Ein mehr hier wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich mach mal so. Dann haben wir hier zumindest 2 drin. Ich glaube, das ist deutlich besser. Nahrung steigt, Wasser steigt. Im ausreichenden Maß. Ich glaube, das ist okay so. Wir warten immer noch auf die Expedition. Ich mach mal. Warte mal. Jetzt? Okay, ja. Sie wollen...
Das ist natürlich sehr cool. Wir sollen... Ach, das ist zu Hause. Hier sind die Mudlands. Wir brauchen nur 11 Stunden dahin. Wir haben 2 Tage Ressourcen am Start. Okay, gut. Ja, dann einfach dahin, oder? Wie können wir tun? Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt kommt ihr wieder raus. Ich bin doof. Ja. 300 jeweils. So, für 2 Tage. Sehr schön. So, wenn man wüsste, wie man tut, dann würde man sich ja auch einiges an Kopfschmerzen hier ersparen. So, ich würde jetzt einfach mal nochmal hier drauf drücken. Die würden ja wohl gleich mal wieder hier zusammenkommen, nicht wahr? Da kommen sie wieder. Okay. Während sie den ganzen Tag geschuftet haben, gab es einen lauten Krach und dann Schreie der Schmerzen. Als wir natürlich nachgeschaut haben, fanden wir heraus, dass ein paar von unseren Community-Angehörigen sich selbst verletzt haben in einem Unfall. Okay. Das ist natürlich... Das verstehen wir natürlich. Die haben Hells verloren. Very sick. Und ist noch am Arbeiten. Im Wasserextraktor. Oh, scheiße. Das ist natürlich alles nicht so aufregend. Warum ist denn hier... Was ist denn das Ausrufezeichen? Oh, Scheibenkleister. Oh, gut, ja. Ja, es ist so offensichtlich irgendwie, weißt du? Ist alles okay. Aber wenn man dann mal ein bisschen weiter runter guckt, dann sieht man, dass alles so langsam auseinanderbröselt. Hier ist Research. Nee, wir wollten jetzt aber hier machen. Die wollen immer noch gabern. Und dann sollte man tunlichst ja nicht Rechtsklick machen, weil dann löst man es nämlich auf, sondern weißt du Bescheid. So, die kommen alle zusammen. Ausgezeichnet. So, noch einmal der Versuch. Wir möchten von hier nach da. Heißt also, die haben wir ja ausgewählt. Ja. Und da wollen wir hin. Ja, schön. Gut, dann läuft das doch jetzt wohl. Einmal hier wieder raus. Die haben... Ich hoffe, die haben reichlich Zeug und Kram dabei. Wenn die nicht reichlich haben... Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, das läuft alles. So, wenn die da drüben sind, dann werden wir doch wohl hoffentlich dann auch sehen. So, einen haben wir frei. Einen haben wir frei. Wo kommt der denn jetzt her? Und warum habe ich ihn nicht verwurstet? Was ist hier los? Wir müssten ein bisschen mehr Nahrung haben anscheinend. Wahrscheinlich wäre nicht verkehrt. Heißt also, hier könnten wir mal einen draufsetzen. Und dann müsste er ja eigentlich nur hier hin. So, sehr schön. Null. Er bringt null dahin. Produziert 24. Verliert aber auf dem Weg dahin anscheinend alle Beeren aus seinen kleinen, tattrigen Händen. Ja, wer weiß. Vielleicht nascht er die ja auf dem Weg alle weg. Weißt du? Eine ins Körbchen, eine in den Mund und schwuppdiwupp. Sieht man dann am Ende des Tages, der Korb hat auch noch ein Loch im Boden gehabt und dann kommt gar keine Beere mehr hier an. So, wir lassen uns einfach mal überraschen. Aber das ist, ich habe keine Ahnung. 50... Ach, ein so ein Ding könnte 50 ver... Das Spiel und ich lernen uns gerade noch ein bisschen kennen. Oh, Scheibenkleister. Eine Ressource ist depleted? Was ist depleted? Oh, der eine Busch ist depleted. Ach du Scheibenkleister. Gleich mal alle dahin, bitte schön, Freunde der Nacht. Hier hinten haben wir noch einen mickrigen kleinen Busch. Das ist aber unschön. Das ist aber wirklich unschön. Weil, nach dem neuen Busch, den wir da haben,
haben wir nur noch einen Busch. Und danach haben wir keinen Busch mehr. Hier ist nichts mehr. Hier ist sonst echt überhaupt nichts mehr. Das ist, Naja, wir gucken mal. So, hält sich aber alle so halbwegs in Grenzen gerade, wa? Ist eigentlich okay. So, unsere Expedition. Oh, wir haben... Ah, geil. So. Nee, nicht unbedingt. Ja, könnte man machen. Könnte man hier noch irgendwie was machen? Research Center. Könnte man noch upgraden? Müssen wir aber nicht unbedingt machen. Aha. Okay. Weniger Kosten. Water Storage. Könnten wir auch updaten. 10 Leute. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Wasser. Könnte man also 3 Brunnen anschließen, mehr oder minder. Ein bisschen mehr Arbeiter auf den Wasserextraktor? Ja, das wäre nicht verkehrt. Häuser wäre, glaube ich, schon mal ganz geil. Könnten wir hier noch irgendwas machen? Nee. Ich glaube Häuser, wir machen einfach mal das. So. Einfach so, weil wir es können. Was sagt denn die Expedition? In 9 Stunden sind die da. So, es wird gerestet. Aber eigentlich müssen wir da gar nicht so viel machen. So, zum Abschluss. Zum Abschluss dieses... Ach ja, schon wieder eine Dreiviertelstunde. So knäblich voll. Aber... Mudlands. So, aufgebrochene Erde und Sand, ja. Geben den Weg frei für sehr tückischen Schlamm. Okay, als wir durch die... Das ist Feuchtlande. Das sind nicht nur Mudlands, sind wirklich... Hier ist wirklich feucht. Okay. Okay. Bevor wir auch nur irgendein Tröpfchen Wasser sehen, kommen wir an einem alten, kleinen Schiff vorbei, das komplett gestrandet ist und auf seiner Seite auf trockenem Boden liegt. Mhm. Keiner von uns hat irgendeine Ahnung, wie es hierher gekommen sein könnte. Was sollen wir tun? Okay, wir könnten natürlich... Ah, das ist jetzt natürlich interessant. Ich könnte jetzt Reichtümer finden. Ich könnte da drin jetzt aber auch irgendeine merkwürdige Kreatur finden, die da Zuflucht gesucht hat. Oder andere aggressive Bewohner. Könnte ich also jemanden verlieren oder jemanden dazu bekommen? Oder ich könnte Ressourcen verlieren oder welche dazu bekommen? Wir werden es mal herausfinden. Wir machen mal kurz Päuschen. So, what should we do? Ja. Okay, wir haben im Schiff nachgeguckt. Nach irgendetwas so von Wert. Und die haben 3 Stunden haben die da in dem Schiff zugebracht. So. Die haben nicht 3 Stunden dazu gebracht. Die werden noch 3 Stunden in diesem... Oh Gott. Ich mach mal hier auf dreifach. Deshalb muss man ja auch die ganze Zeit irgendwie auch immer schauen. Oh, wir haben 500 Ressourcen gekriegt. Muss man die ganze Zeit ja auch schauen, dass sie genug Nahrung haben. Weil kommst du gerade hierher, musst du ja auch wieder zurück, ohne zu verhungern. Und unterwegs musst du natürlich auch ein bisschen was machen. So. Okay, gut. Wir haben 500 Scrap gefunden. Und, okay, also wir dringen immer tiefer in die Feuchtlande ein, als eine einzelne Gestalt am Horizont erscheint und auf uns zukommt. Aha, es läuft auf Stelzen durch den Schlamm. Okay, und bei jedem Schritt hört man ein metallisches Klimpern. Okay, aus dem großen Sack, das er oder die Gestalt beziehungsweise trägt,
Okay, es stoppt direkt vor unserer kleinen Expeditionsparty und erhebt dann seine schlammverschmierte Hand und zeigt auf uns. Was sollen wir tun? So, ein bisschen Essen anbieten? Ein bisschen Scrap anbieten? Oder die mysteriöse Figur attackieren? Fresserchen haben wir nicht allzu viel. Wie viele haben wir denn noch? 300 Fresserchen haben wir noch. Wir haben ja noch nicht einmal gegessen. Oder ein bisschen Scrap. Ich... Ach du grüne Neune. Ich komm, wir bieten mal ein bisschen Scrap an. Okay, 18 Minuten. Müssen wir noch warten. Mit Scrap sind wir schon mal losgeworden. Das ist ja schon mal... Weiß ich nicht. Ist das quasi so ein kleiner Hinweis darauf, was uns jetzt erwarten wird? Oh, 8 Leute krank. Ein Bürger ist gegangen. So, okay. Wir haben ja so ein Scrap angeboten. Okay. Holt so einen kleinen Trinket raus. Und quasi in einer Geste des guten Willens. Okay. Wir sind ein bisschen glücklicher. Okay. Nachdem wir dann noch ein paar Stunden weiter durch die Lande gewartet sind, sind wir jetzt irgendwie an einen kleinen Teich angekommen. Okay, mit kleinen dünnen Rieben. So, grau-braunen Schlamm. Das ist ein sehr... Ja, einen sehr depressiven Anblick bietet. Und, aber das Wasser hier sieht klar und auch irgendwie trinkbar aus. Sehr schön. So, noch ein bisschen. Was ist denn hier los, verdammte Axt? Abgehauen, tot. 2 Leute sind gestorben. Und 2 sind abgehauen. Na tolle Wurst. Da bin ich mal ein paar Minuten nicht da, ja? Und schon haben wir hier so eine Action. Was ist jetzt los? Schon wieder gestorben. Was ist denn hier los? Warum? 10 Leute. Ich muss noch eine Krankenstation bauen. Leck mich doch am Arsch. Eigentlich wollte ich das so überhaupt nicht mehr machen. Ich wollte hier eigentlich raus. Bauen wir hier hin. Komm bitte. Bitte, Freunde der Nacht. Einmal bauen, bitte. Ich weiß. 11 Leute mittlerweile. Boah, Scheibenkleister. Es ist echt finster. Es ist wirklich finster. Wir brauchen das Wasser. Und die Expedition? Ich habe keine Ahnung. Was soll denn die Expedition hier noch mitbringen an Wasser, damit es den Leuten hier wieder besser geht? Ist es nur so ein kleines Schlückchen? Oder, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich das Medical Center auch mal ein bisschen upgraden sollen. Ich bin mir unsicher. Ist schon wieder einer gestorben. Oh, holla die Waldfee. So, hier ist es gleich durch. Noch ein Dreiviertelstündchen. Aber zumindest hier möchte ich nochmal sehen. Okay, Wasser haben wir noch ein bisschen. Nahrung haben wir aber allerdings mehr als Wasser, merkwürdigerweise. Hier ist es gleich durch. Ich lasse mal hier noch mal ein bisschen schneller durchlaufen. Okay, one drop at a time ist komplett. So, haben wir geschafft. Und wir haben sogar einen kleinen Vorrat an etwas sauberem Wasser haben wir geholt. So, dann würde ich sagen, okay, dann könnten wir Campus. Wir haben noch ein bisschen, wa? 250? Ja, locker. Dann könnten wir doch mit der Truppe. Warum kann ich nicht? Okay. Ja, habe ich. Oh Gott, okay, wir können jetzt Research machen. Wie komme ich denn jetzt weiter wieder? Oh, die sind alle völlig im Arsch. Die sind völlig krank. Oh, scheiße.
Das ist aber ungünstig. Ich glaube, da wollen wir wieder zurück. Wollen wir wieder zurück? Wie kommen wir denn wieder zurück? Wollen die jetzt schlafen? Jetzt können wir. Heilige, ich gehe wieder zurück, bevor die auch sterben. Beziehungsweise... Ich habe welche frei. Alle bitte rein da. Alle bitte rein. Sofort. Wir haben schon wieder zwei verloren. Verdammte Axt. Alter Schwede, ist aber ordentlich knackig. Heiß also. Wir müssen jetzt hier 24%. Wir müssen jetzt hier die Wetlands researchen. Ja. Und da alles draufschmeißen, was geht. Um dann Wetlands zu bauen, wo wir jetzt anscheinend irgendwie das Wasser noch mal ein bisschen filtern können, um daraus einfach nur ein bisschen Schmuddelwasser zu machen. Aber damit kommen wir dann wahrscheinlich besser zurecht. Und wir können die Toten in Grenzen halten. Ich habe mir jetzt hier nicht so Gedanken darüber gemacht, dass wir hier so eine schöne postapokalyptische Utopie irgendwie aufbauen. Allen geht's gut, alle rennen hier mit dicken Bäuchen. Und freudig quietschvergnügt durch die Gegend, sondern naja, es wird schon schwierig. Es ist super schwierig, hier jeden durchzubekommen. Manche desertieren, manchen ist es zu viel, manche sterben auch einfach an der Krankheit. Durch die Bürden der Vergangenheit, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. So, und ich würde sagen, wir sind auch auf einem guten Weg, dieses Video zu beenden. Ach du grüne Neune, da haben wir wieder ordentlich Zeit verquatschelt hier. So, heißt also für dich, falls du Interesse an diesem Spiel haben solltest, dann renn doch einfach mal zum Spieledealer deines Vertrauens. Lad dir da mal die Demo runter und stürz dich selbst mal hinein in die trockene Postapokalypse. Hier. Ach, und diesem strategisch doch herausfordernden Spiel. So, in diesem Sinne. Ich hoffe, du hattest eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.